Hallo und Glück auf zu einer weiteren Ausgabe vom Legendentalk. Erstmal Glück auf Klaus Fischer und Rüdiger Abramczyk und alles Dankeschön. Gute nachträglich zum Geburtstag. Ja, danke. Ja. Gestern gefeiert. Bist du fit? Ja, ich zähle jetzt immer runter, also nicht mehr rauf, sondern runter. Also 35. Ja, schön. Ja, du wurdest belohnt mit einem Sieg gegen Wien Wiesbaden. Und ja, erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also wir haben ja die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, meine Güte, wir müssen das Spiel gewinnen. Und so ist es auch passiert. Ich meine, Wiesbaden hat nicht schlecht gespielt. Das muss man also so sehen, wenn man davon ausgeht, dass die erste Chance, die sie hatten, da nach Viertelstunde ungefähr von der Linie von Kallas gerettet worden ist, wäre wahrscheinlich das Spiel ein bisschen anders ausgegangen, weil Wiesbaden hat schon gut kombiniert. Unsere Jungs haben aber auch diesmal richtig gut dagegen gehalten, das muss ich sagen. Also ja, das ist ja immer so, wir haben die ganze Zeit haben wir draufgehauen, jetzt gewinnen wir 1-0 und damit müssen wir auch zufrieden sein, weil es ist ein schwieriges Spiel und jedes Spiel, es sind nur noch 12 Spiele, es sind sowieso viele Spiele noch drunter, die ganz eng werden, da bin ich fest von überzeugt. Und auch vor allen Dingen Mannschaften, die viel, viel höher stehen als wir, von den Punktzahlen her, und die kommen zum größten Teil hier hin. Also, wenn ich Paderborn sehe, dann Pauli, dann Hannover, Düsseldorf in Berlin, Greuther Fürth, also das sind noch richtige Knaller. Also müssen wir solche Mannschaften wie hier jetzt Wiesbaden, egal wie hoch oder wie gut du gespielt hast, ist eigentlich egal, ob du gewinnst das Spiel. Und das war das Wichtigste für mich. Ja, so sehe ich das auch ähnlich, weil die 3 Punkte sind wichtig. In unserer Situation, wo wir sind, alle können die Tabelle lesen, können schauen, wie viele Punkte haben wir, wie viele Punkte, welchen Abstand haben wir da. Und die Spiele werden nicht leichter, gar keine Frage. Abi hat es aufgezählt. Aber in dieser Liga, das sieht man ja immer wieder, da kann ja jeder jeden schlagen. Ja. Das heißt ja nicht, wenn wir gegen St. Pauli spielen, dass wir da verlieren, weil die Tabelle erst sind. Nein. So ist es auch nicht. Die haben sich auch jetzt gequält mit dem 1-0-Sieg. Und deswegen muss die Mannschaft mit dem Trainerstab und allen zusammen arbeiten, in Ruhe arbeiten, miteinander, nur geht miteinander da rauszukommen. Dass wir in der Offensive Probleme haben, das ist ja nicht seit jetzt erst, sondern schon längere Zeit. Und wenn wir uns zurückerinnern, als wir letztendlich aufgestiegen sind mit Terode, Torschützenkönig gehabt, der hat viele, viele Tore gemacht. Jetzt hat er 3. Wie kommt das, dass er nur 3 hat? Erstens, wir hatten auf der linken Seite einen Bülter, der auch Tore gemacht hat, der Tore vorbereitet, haben wir auch nicht mehr. Deswegen müssen wir schauen, wenn Terode spielt, müssen wir schauen, dass sie über die Außenposition kommen. Über Dribblings und so weiter, da wird schwer. Haben wir nicht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ja, schon über Außen kommen, aber spielerisch, das Hinterlaufen und so, sind wir überhaupt nicht mehr. Und dann flanken. Und eins darf nicht sein wie am Samstag, als Hechelmann. Flanken konnte und spielt wieder zurück. Da muss die Flanke kommen, wenn Terode da spielt. Von Anfang an war es schwer. Auf wen willst du denn flanken? Karaman ist kein Kopfballspieler in dem Sinne. Und Schurikow ist auch kein Kopfballspieler. Und deswegen, wenn Terode spielt, wir müssen unser Spiel ein bisschen ändern. Er hat ja in dem Sinne, also das habe ich auch nicht ganz verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin, auf der linken Seite Orian gehabt und auf der rechten Seite Brunner gehabt und in der Mitte 2 Leute, die jetzt nicht kopfballstark sind. Beim letzten Spiel hat er einer den Orian rausgenommen auf der linken Seite und Brunner hat, glaube ich, da auch nicht gespielt, weiß ich jetzt nicht genau. Und war nicht dann bei der Brunner. Ja, also hat er da dann mit 2 Spitzen gespielt, mit 2 Leuten, die doch verhältnismäßig kopfballstark wieder sind.
Wirt nachher hat, glaube ich, noch top gespielt, soweit wie ich merke. Auf jeden Fall hatten wir einen vorne drin gehabt. Diesmal hatten wir keine Leute, die, wenn die Bälle reingekommen sind, das war das Einzige, was ich nicht verstanden habe, dass man zu Hause, wenn man schon mit den beiden Außen spielt, dann muss man auch Torolle spielen lassen, egal wie lange. Ich bin jetzt zurzeit nicht so zufrieden mit der Rolle, aber trotzdem, wenn ich zwei Außen habe und die Bälle reinschlagen, das ist mir dann ein bisschen zu wenig mit den beiden, mit Karaman. Ja? Also das ist der ist ja jetzt kein Kopfballspezialist. Ja? Das ist ja ein ganz anderer Junge, wo die Bälle zwischen den Beinen kommen, dass er dann da was macht. Ne? Aber gut, das hat er jetzt mal so entschieden, der Trainer. Und ist ja zum Glück auch, ich sage jetzt einfach mal, mit dem 1-0 zurecht gewesen. Ja, es ist auch in der heutigen Zeit nicht so einfach. Wenn man muss ja mal ab und zu nur mal zurückdenken. Zu unserer Zeit haben wir Manndeckung gespielt. So, wenn wir uns bewegt haben, ist der Abwehrspieler mitgegangen. So, jetzt hat Abi oder Erwin oder Stan, wer am Flügel gespielt hat, war im 1 gegen 1 und da waren sie extrem stark. Und eben die Aufgabe war damals so, nicht wie heute vielleicht, Flanken. Und ich musste mich dementsprechend bewegen. So sind wir zum Erfolg, zum Torabschluss gekommen. Heute ist das nicht mehr, weil gedoppelt wird. Wenn wirklich einer da ist, der über außen kommt, da ist ja nicht ein Zweiter da, der ihm hilft. Und deswegen ist das nicht so einfach. Und dann hast du natürlich auch, wenn der Rote nicht spielt, keinen Spieler, der auch mal diese Flanken verwerten kann. Und deswegen, ja, gut, das müssen wir schon bauen, ja, auf die Rode. Ja, gut, aber ich auch. Ihn nicht Aktion in Schussposition zu bringen, das ist dann die Aufgabe aller anderen. Ja, du hast ja bei dem Tor gesehen, also vom Brunner, da war ja jetzt keine Superflanke, sondern die war ja verhältnismäßig weit, die war ja schon hinten am 5-Meter-Raum, ist sie ja runtergekommen, zurückgeköpft und dann ist ja der Elfmeter entstanden. Also sieht man, wenn man Flanken reinschlägt, dann passiert auch was. Das hat man ja hier bei Wiesbaden auch gesehen. Da waren ein paar sehr gute Jungs dabei, die auch. Nur diesmal stand die Abwehr auch gut. Ja. Baumgart stand gut, Karas stand gut. Jetzt, naja, okay. Wie auch immer, die beiden haben auf jeden Fall einiges weggeköpft. Kaminski ist ja jetzt nicht gerade der große Spielmacher, um ihn ein Spiel rauszumachen. Einmal wieder eine Szene. Ich will den Jungen ja nicht, aber meine Güte, der soll sich doch mal konzentrieren. Es kann doch nicht sein, ich rechne mich schon wieder auf, es kann doch nicht sein, dass einer einen Ball ins Aus spielt. Ja, dann trete ich auf den Ball und mache irgendwas anderes. Und bevor ich doch verunsichert bin, da links hinzuschlagen, ja, dann mache ich nicht. Dann ziehe ich den Ball zurück und mache von hinten wieder rum, weil ich weiß, den werde ich eh nicht da anspielen können. Der probiert es trotzdem, spielt ins Aus und dass er natürlich dann keinen Applaus von den Leuten kriegt, ist doch klar. Also muss der sich mehr konzentrieren. Für mich ist das so eine Konzentrationssache bei dem. Ich glaube, dass der manchmal den Kopf runter hat und nichts mehr sieht, statt den Kopf hoch zu machen. Und in solchen Positionen, dann weißt du das selber, da hinten, da machst du doch eigentlich keine Fehler. Wenn ich sehe, da läuft einer, dann geht ich, drehe dich drauf, boom, spiele ich zurück ein bisschen. Ja, aber man kann ja sehen, dass die Mannschaft nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Ja, ja, das kannst du auch nicht in unserer Situation, wo wir sind. Ja, da spielt die Angst immer mit eine Rolle. Wenn man unten steht, wenn man nicht weit vom Abstiegsplatz ist, braucht man die Tabelle anschauen, nicht weit davon entfernt ist, man will keine Fehler machen. Und dann machst du Fehler, dann stehst du falsch, all diese Dinge, die kommen dann zum Vorschein, wenn alles wunderbar läuft, das ist kein Problem, ja, da wächst auch das Selbstvertrauen, das du brauchst, aber das musst du ja auch erarbeiten, erstmal durch Siege, dreckige Siege kann man sagen, und dann vielleicht, wenn es alles in Ordnung, soweit in Ordnung ist, dass du dann auch spielerisch bessere Leistungen bringst. Das kommt, ist durchaus möglich. Ja, klar. Und deswegen müssen wir schauen, Schalke 04, alle zusammen
müssen helfen, dass wir da unten rauskommen. Wir müssen helfen, dass wir in Zukunft auch für das nächste, man muss ja für das nächste Jahr, also wir brauchen nicht mehr Land ich gucke aber nicht das nächste Jahr. Ich gucke am, ich für mich ist das nächste Jahr ist, aber da. Ist jetzt das nächste Spiel. Weil wenn du das Spiel vereierst, auf Deutsch gesagt, ja, dann stehst du wieder da, wo du die ganze Zeit standest, Klaus. Und du musst aber so eine kleine Serie musst du haben. Beides. Du musst beides. Du musst beides im Auge behalten. Du musst schauen, dass du die nächsten Spiele, dass du punktest, aber auch schauen, der Verein, es geht ja darum, für die nächste Saison auch schon planen. Du kannst ja nicht im Juni oder Juli planen. Nee, du musst jetzt planen, was brauche ich? Wo brauche ich, dann erfolgreich zu sein? Und da muss der Verein dran arbeiten, mit ihren Leuten, die dafür zuständig sind. Also ich war hier bei den Ender in der Loge gewesen, kennt den Ender, du kennst den Ender ja auch. Und der Ender, den muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise, der ist so ruhig, der steht da, ja, das ist ja so ein Bär von 2 Meter weit und steht da und guckt sich das Spiel an. Und diesmal hat er sich so aufgeregt, ja, aufpassen und hier und so. Da habe ich schon gedacht, meine Güte, der steckt mich schon alles schon wieder. Und dann muss ich wirklich sagen, Ender, der hat auf einmal, ich weiß nicht warum und weshalb, hat der auf einmal losgeschimpft. Ich werde mich jetzt hier im Aufsichtsrat einmelden, das gucke ich mir nicht mehr an. Da sage ich immer, was ist hier los mit dir und so. Ne? Ich sage, dann mach das doch. Ne? Also ich will damit nur sagen, die Leute sind alle verrückt. Und ich traue den Männern sowas zu, weil er ein guter Geschäftsmann ist und. Er sagt, ich werde mich jetzt mal da für die Jahreshauptversammlung anmelden, das geht ja wohl nicht. Ich habe gesagt, Männer, dann mach das, würde mich wahnsinnig freuen, du hast richtig Ahnung, bist bei der Tradition dabei. Du kannst mal sehen, wie diese Leute mitfiebern. Also nicht nur immer ich, weil ich sehe ja dann auch die Reflexe der Leute, wenn ich mal was sage, dass sie sagen, Abi, du hast Recht oder Unrecht, ja, du haust nur drauf. Ich will gar nicht draufhauen. Ich will die Leute hier wachrütteln. Ja, das ist doch das, was wir machen müssen. Wir müssen die Leute wachrütteln. Und wenn es eben den Spielern mal so ist, dass sie unsere Sendung sehen, dann sollen sie sich doch mal Gedanken darüber machen. Ja, die werden doch darüber reden, auch über die ganzen Probleme, die wir haben, und auch versuchen, vielleicht Lösungen zu finden. Aber wenn ich die Lösungen nicht habe, das heißt, ich muss über außen spielen, muss flanken auf der Rote und so weiter, ich muss mutig spielen nach vorne, jeder für jeden muss da sein. Das gehört zu einem Mannschaftsspiel. Aber die haben wir im Moment durch die Unsicherheit, durch die Tabellensituation, haben wir die Sicherheit schon mal überhaupt nicht. Und das hat man auch in unserer Zeit, wenn du keine Probleme da warst, du befreit aufgespielt. Aber ob die Jungs jetzt befreit aufspielen, das wage ich zu bezweifeln. Weil die Situation, die Tabellensituation eben so ist, dass es gefährlich ist. Und trotzdem. Mit Abstieg und so weiter. Auf der zweiten, dritte Liga. Nein, wir wollen ja wieder in die erste Liga. Ja. Und da müssen wir viel arbeiten, alle. Alle müssen viel arbeiten, um da wieder hinzukommen. Ich sage so, erste Liga, das ist für mich jetzt erstmal ganz weit. Ja, jetzt nicht. Ganz weit weg. Ich finde irgendwo, dass wir zurzeit erstmal zusehen, dass wir Spiele gewinnen. Dass du da wirklich unten rauskommst. Es nützt ja nichts, wenn du jetzt das Spiel hier, sag ich mal, mit Glück gewonnen hast, ja, durch den Elfmeter. Das hätte ja auch kurz vor Schluss, ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz genau gesehen, aber wenn man sich das angeguckt hätte nochmal, glaube ich, dass es eng geworden wäre, dass die auch einen Elfmeter gekriegt hätten. Also dann wäre natürlich hier Alarm im Hafen gewesen, weil dann hätten die auch einen Elfer kriegen müssen und dann wäre das, also ich gehe mal von aus, dann, wenn der Müller den nicht gehalten hätte, dann wäre 1-1 und das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber wir müssen, Klaus, wir müssen trotzdem immer wieder, ich glaube, das müssen einige erstmal, da sind, ich glaube, da sind noch einige in der Truppe dabei, vom Kopf her,
die es immer noch nicht so richtig verstanden haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wo die Situation manchmal ist, ja? Du sagst mal, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man die Spieler aber so anguckt und man sieht manchmal, was für Ideen die haben, dass da gar keine kluge Idee dabei ist, dann frage ich mich immer, meine Güte, Junge, das kann doch so nicht sein. Also warum spielst du nicht so oder so? Ja? Aber wenn du jetzt mal im Mittelfeld, wie du ja immer gesagt hast, im Mittelfeld mal ein bisschen zur Sache gegangen wird, dann kannst du auch über den Kampf, ja, auch mal Spiele gewinnen. Auch solche Scheißspiele, auf Deutsch gesagt, wie mit 1-0 hier. Aber die brauchen wir zurzeit. Und das ist so. Das haben wir ja immer gesagt. Und man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft haben. Nein. Man kann nicht vorwerfen. Aber so muss es weitergehen. Egal wo du spielst, egal gegen wen du spielst, weil es sind dann in der Zukunft Mannschaften, die im oberen Da sind Regionen dabei, spielen und so weiter, wo es schwer ist. Und gerade da musst du gegenhalten, richtig gegenhalten. Und das wird sich dann zeigen, weil wenn du Spiele permanent verlierst gegen gute Gegner, da rutscht er wieder rein, weil aber also ich glaube, die Situation ist bei uns das Problem, dass wir, die können die Tabelle lesen, die gucken die Zeitung. Ich glaube nicht, dass da einer dabei ist, der die Zeitung liest, der auch sieht, wo wir stehen, dass wir was tun müssen. Aber nur zusammen. Es gab ja tatsächlich eine Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, hat ja Karel Gerz gesagt, wahrscheinlich hat es wirklich nicht jeder verstanden, in welcher Situation der Verein steht. Hat sich jetzt was geändert nach dem Spiel? Also ich fand, das war so ein mühsames 1-0 durch einen Elfmeter. Glück gehabt, wenn der Elfmeter nicht gekommen wäre, wäre es unentschieden ausgegangen. Davon bin ich fest von überzeugt. Man muss jetzt auch ein bisschen Spielglück haben. Ja? Das heißt also, Spielglück haben wir jetzt gehabt mit dem 1-0. Und ich bin auch der Meinung, dass einige immer noch nicht verstanden haben, um was es hier geht. Ja? Also wenn ich jetzt so Äußerungen höre, ja, man muss mal gucken, da sind Leute auf der Geschäftsstelle, die ihren Job verlieren. Es geht nicht um den Job nur der Geschäftsstelle. Es geht hier um die ganze Ecke Gelsenkirchen. Ja? Da sind viele Firmen dabei, wir haben viele große Sponsoren dabei. Darum geht es, und das muss man diesen Leuten mal sagen. Die geben euch das Geld jeden Monat. Das sind die Leute, die euch bezahlen, Jungs. Ja, nicht die Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle sind nur Kosten. Ja, das ist es doch. Aber du musst doch auch mal, es ist doch nicht damit getan, dass man sagt, ja, oh, jetzt verlieren einige ihren Job. Nein, die Region verliert vieles. Unser Schalke, hör mal, was seit 1000 Jahren besteht bald hier, mit der Zeche und. Stell dir mal vor, wir kommen in so eine Situation, wo wir auf einmal wirklich absteigen. Nein. Aber das Problem ist ja auch, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn Schalke absteigen sollte, wenn angenommen, es kann ja auch mal schief laufen. So, dann glaube ich trotzdem da immer noch dran, dass man in der dritten Liga bleibt, weil Schalke 04 mit den Zuschauern, wenn die irgendwo in der dritten Liga hinkommen, die bringen 6.000, 7.000 Leute mit. Die sind ja auch nicht blöd beim DFB und sagen, aber den schmeißen wir jetzt mal in die Regionalliga rein. Ja? Da werden sie ja verrückt. Aber man liest in der Zeitung, wenn Schalke absteigen sollte, gibt es keine Lizenz mehr. Ja gut, aber das hat Borussia Dortmund auch schon mal gehabt, dass die gesagt haben, ja, die gehen runter und weil die so viel Schulden hatten, Klaus. Also aber ich glaube nicht. Noch eins, weil ich glaube schon, dass von der Einstellung her ist sie schon begriffen haben. Jetzt ist die Frage, ob wir spielerisch in der Lage sind, zum Erfolg zu kommen. Das ist die andere Frage. Mhm. So. Aber das sind Grundlagen. Grundlagen, um erfolgreich zu sein, ist erstmal, dass ich die ganze Truppe, da darf keiner ausscheren, kämpferisch überzeugen muss in jedem Spiel. Also ich glaube, was du sagst, ist richtig. Ich glaube aber trotzdem, meiner Ansicht nach, ist, dass Gerrits jetzt anziehen muss.
anziehen muss. Das heißt, er muss die Schraube ein bisschen drehen, gerade beim Auswärtsspielen, dass er sagt, hört mal zu, hier dürfen wir nicht verlieren. Und das ist, weißt du, ich glaube, da sind einige Spieler hierbei, die sagen, oh ja, gut, haben wir mal wieder gewonnen, jetzt fahren wir mal dahin und so. Da muss Gerrits aufpassen, dass er jetzt wirklich sagt, hör mal, hier dürfen wir nicht verlieren. Ja, da kann in Magdeburg musst du was holen. Da kann er doch den Hebel ansetzen vom letzten Spiel, von der Einstellung her. So, jetzt fährst du nach Magdeburg. Magdeburg, ja, haben wir sowieso eine schlechte Erinnerung. Ja, so, ja. Und, aber die sind auch nicht so, dass man sagen kann, ja, da kannst du nichts holen. So, ja, da musst du hinfahren. Die sind schon zu Hause stark, Klaus, das ja. Muss man sagen. Also die haben auch ein schönes Stadion, das ist voll. Und die Truppe ist nicht so schlecht. Also zu Hause spielen die ganz gut. Also da musst du schon, meiner Ansicht nach, musst du die Ärmel hochkrempeln und sagen, Jungs, hier müssen wir mal was holen. Ja, sag ich so, wenn du da was holst, wenn du da mal einen Sieg holst, ja, dann hast du ein Stück Luft. Ja, und dann kannst du hier, ich weiß nicht, Paderborn? St. Pauli kommt dann schon wieder. Dann ist schon wieder schwierig. Wahrscheinlich wirst du St. Pauli dann ausschlagen. Ist auch klar, dass du nicht so spielen darfst wie in Kiel oder in Kaiserslautern. So darfst du nicht spielen. Ja, aber da haben auf keinen Fall. Da ist ja jetzt drüber geschrieben und geredet worden und so weiter. Und jetzt müssen wir schauen, wie sie das umsetzen. Dass sie nach Magdeburg fahren. Wir fahren ja auch hin. Zu zeigen, das gucke ich mir auf jeden dass die gewinnen wollen. Wir fahren ja auch hin. Du mit der Traditionsmannschaft, weiß ich, ob du auch mitfährst. Ich bin nicht dabei. Ach, fährst doch nicht. Nein, ich fahre nicht mit, weil ich habe einen anderen Termin, wo ich für mich wichtig bin. Also, ich fahre auf jeden Fall, René, ich gucke mir das an. Wir fahren mit der Traditionsmannschaft. Und dann machen da noch, glaube ich, ein Spielchen gegen die andere Truppe da. Und dann schauen wir mal. Und dann werde ich mir das mal in Ruhe oben angucken. Und diesmal werde ich mir mal so einen Zettel mitnehmen. Weil sonst normalerweise gucke ich immer und behalte das. Aber diesmal werde ich mir mal einiges aufschreiben. Und ich hoffe, dass ich jetzt positiv aufschreiben kann. Aber wo aufschreiben? Wir haben ja jetzt über das Spiel gesprochen. Ja. Es war noch nie so schwierig wie nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, Spieler herauszufiltern, wo man sagt, die waren wirklich gut, bis auf vielleicht Kalas, der ja diese Rettungsaktion hatte, der dann positiv drin war. Aber habt ihr einen Spieler des Spiels, der sich wirklich gezeigt hat? Ja. Ich sag, Kalas stand sicher hinten und die Abwehr stand ziemlich sicher, bis auf Anfang eine Aktion. Von daher kann man sagen, dass wir im defensiven Bereich schon überzeugt haben. Ja. Nach vorne ist noch viel Luft nach oben, sagen wir mal so. Und das wissen wir, das müssen wir zeigen, auch in Spielen, die jetzt anstehen. Und ich habe da keine überragenden Spiele gesehen bei uns. Wichtig ist, für mich ist das auch jetzt nicht so wichtig. Wichtig waren für mich die 3 Punkte. Das war das Entscheidende aus. Trotzdem sage ich mal so, Kalas war so nicht so, also Kalas nehme ich mal raus. Erstens hat er uns den Arsch gerettet, dadurch, dass er noch eine Linie runtergeholt hat. Dann muss ich sagen, Karaman mit dem Elfmeter, ich weiß nicht, ob da noch ein anderer hingegangen wäre und dann vielleicht geschossen hätte, fand ich auch okay. Da sind also die beiden mit dem Torwart wieder, Müller wieder, der. Und das ist ja immer, wenn du keinen reinkriegst, musst du den natürlich erwähnen, ganz einfach. Und das sind also die 3, wo ich sagen würde, das waren für mich die 3, die diesmal gute Leistungen gebracht haben. Gute Leistungen in dem Sinne, dass wir einfach gewonnen haben. Ne? Der eine hat das Tor gemacht, der eine hat von der Linie gerettet und der eine hat keinen reingekriegt. Und damit war es eigentlich auch. Ja gut, Karaman kann man sagen, man wolle auch so überzeugt, was nicht, aber dahin gehen, Mut haben und Elfmeter. Also das ist schon eine Verantwortung, die er auf sich genommen hat. Und Gott sei Dank für uns, dass er reingemacht hat und die 3 Punkte hier geblieben sind. Cedric Brunner, der ja
erst gesperrt war, dann war er verletzt, jetzt war er wieder dabei auf der rechten Seite. Ja, bis zu seiner Verletzung hattet ihr ein Gefühl, weil Karl Gerz hat gesagt, er hat super Spiel gemacht und hat das also da... Da bin ich anderer Meinung. Also ich sehe das nicht so, dass der Brunner sehr gut gespielt hat. Der Brunner hat normal gespielt, für mich. Wenn er wirklich gut gespielt hat, dann... Also für mich ist das auch immer so eine Situation, er ist ja dieser Schienenläufer, wie man so immer so gerne sagt. Und wenn ich dann nur eine Flanke reingeschlagen habe, gut, das ist dann eben zu diesem Elfmeter gekommen. Aber trotzdem ist mir das ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube auch, dass der körperlich überhaupt nicht fit ist. Also das sieht man, wenn man so die letzten 20 Minuten den beobachtet, dann pustet der und das sieht man ja, dann liegt er auf dem Boden und dann ist auch irgendwann Ende. Dann ist die Luft bei ihm raus. Deswegen glaube ich einfach, ist kein schlechter Spieler, aber er hat bis jetzt noch nicht das gebracht, was er schon mal gebracht hat. Also das kann daran liegen, dass er immer sehr oft verletzt war. Und deswegen bin ich da nicht seiner Meinung und ist ein guter Spieler, der hat nicht schlecht gespielt, aber nur eben die letzten 20 Minuten hat er ein bisschen gewackelt. Ich glaube ja auch, wenn er mal die Erfolge, wenn er vielleicht mal, wie du gesagt hast vorhin, mal ein Sieg einfährt, wie jetzt in Magdeburg oder wenn man auswärts gegen guten Gegner, dass dann auch das Selbstvertrauen wächst. Dass die Mannschaft dann auch mehr Mut hat, auch nach vorne zu spielen, um die Offensivleute in Aktion zu bringen, um einen guten Abschluss zu haben. Aber in der Situation, wo wir jetzt sind, ist es nicht einfach, weil das Selbstvertrauen nicht da ist, das man braucht, um erfolgreich zu sein. Natürlich musst du das alles erarbeiten. Und das heißt, erarbeiten, wann einen Sieg, Auswärtssieg, ja, und dann ein bisschen Luft nach unten hast, dann, glaube ich, geht es auch also, leichter. Ich habe das Spiel ja auch Nürnberg-Kaiserslautern mir ein bisschen angeguckt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Friedhelm Funkel in der Woche schon einiges bewegt. Also wie auch immer, die haben jetzt nur einen Punkt in Nürnberg geholt, aber ich habe mir das Spiel angeguckt, die hätten das Spiel klar gewinnen müssen. Also Kaiserslautern, ich sag mal, mit dem Trainerwechsel glaube ich schon, dass die da unten rauskommen werden. Also ich weiß nicht, was der Friedhelm mit denen gemacht hat, aber da hat man schon gemerkt, dass da auf einmal ein Selbstvertrauen in der Truppe war und die Nürnberger, die hätten eigentlich verlieren müssen zu Hause. Ja, ein Trainerwechsel bringt er. Ich wollte damit nur sagen, so in dieser Situation was Positives, weil jeder Spieler, der das Spiel wieder ein Trainer zeigen, ha, ich will in dieser Mannschaft spielen. Und da kommt da schon mal sowas zustande. Dass dann, aber jetzt sind sie natürlich auch durch die vielen Chancen, die sie hatten, um ein Spiel zu gewinnen. So, jetzt muss es weitergehen. Und das ist die Frage. Sind sie gut genug, da unten rauszukommen oder nicht? Ich kenne die Mannschaft eigentlich nicht. Aber Friedhelm war das. Die haben sehr gut gespielt, die hätten klar gewinnen müssen und wenn die gewonnen hätten, wäre die Situation auch schon wieder ganz anders. Ja, jetzt haben sie natürlich auch ein bisschen Druck zu Hause wieder. Also alle Mannschaften, die unten stehen, haben Druck bis unter der Decke. Das muss man einfach so sagen. Sind wir ja nicht die Einzigen. Aber wir noch mehr, bei Schalke 04. Ja gut, weil die anderen, die haben wir ja nichts mit zu tun in dem Sinne. Ja, 60.000 Zuschauer, 180.000 Mitglieder. Schalke gehört in die Bundesliga. Aber deswegen ist es vielleicht ein bisschen anders, weil... Ja gut, aber da sind ja auch Vereine wie Kaiserslautern oder so, da sind ja auch Mannschaften, wo die sagen eigentlich auch, wir müssen auch in der Bundesliga. Ja, aber ich will aber nur sagen, dass diese Mannschaften alle unten Druck haben, alle egal. Und jeder will, jeder muss seine Spiele zu Hause gewinnen und muss probieren, auswärts zu holen. Wir haben jetzt einen Punkt geholt, stell dir mal vor, die gewinnen jetzt wieder, dann haben die auch so eine kleine Form auf einmal und dann drehen die immer und denken, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt läuft es auf einmal. Das wollte ich damit nur sagen. Deswegen sollen wir uns hier nicht auf diesen 1-0, was wir hier gewonnen haben, ausruhen. Deswegen habe ich gerade gesagt, da muss der Gerrits auch mal wieder noch sagen, Jungs, pass mal auf, wir haben wohl die 1-0 gewonnen. Aber glaubt nicht, wenn ihr kein Gas gibt jetzt in Magdeburg, dann werden wir da nichts holen. Ganz einfach.
Und das wollte ich damit nur sagen. Ja, wir dürfen uns auf keinen Fall, ja, oh, meinst, nee, wir dürfen uns da jetzt nicht, ich reg mich schon wieder ein bisschen auf, Entschuldigung, aber wir dürfen uns jetzt nicht darauf verlassen, dass wir sagen, ja, da fahren wir mal hin und da gewinnen wir mal schnell. Schnell gewinnen wirst du nirgendwo. Nee, das ist richtig. Und deswegen haben wir auch gesagt, bei jedem Spiel, aber sehr viel tun. Ja. Das ist gegen Magdeburg, dann ist es zu Hause, weißt du, Paderborn oder Pauli und so weiter. Pauli, Paderborn. Ja, aber die quälen sich auch zu einem nur 1-0-Sieg. Es ist ja nicht so, dass du da nichts holen kannst, nicht gewinnen kannst. Haben wir auch letztens verloren. Aber ja. immer der Gleiche, aber von nichts kommt nichts. Aber würdet ihr mir beipflichten, beste Zeitpunkt, um eine Serie zu starten, wenn du in Magdeburg was gewinnst, dann das Heimspiel gegen Pauli, da hast also du ja wenn schon du in mal Magdeburg gute... gewinnst, da bin ich fest von überzeugt, dann gewinnen wir auch gegen St. Pauli. Da bin ich, also da gebe ich jetzt mal mein Kommentar zu. Und ich glaube auch, das ist ein ganz wichtiges Spiel, Magdeburg. Wenn du das gewinnst, dann ist das, wie du gerade gesagt hast, dann geht der Proppen oben auf, dann läuft es auf einmal, dann wirst du auch Spielglück haben. Ja? Aber das musst du dir erst erkämpfen. Und wenn du das geholt hast in Magdeburg, dann werdet ihr sehen, dann kann sogar sein, dass du beide Spiele hier gewinnst. Du hast ja gerade aus Scherz vorhin zu uns gesagt, wie viele Punkte oder kein Spiel mehr. Ich habe alle Spiele auf Schalke gesetzt und die anderen Spiele nach Tabellenstand und dann würde man am Ende so auf Platz 3-2 landen sogar. Ja. Gut, ja. Wenn das passiert, dann weiß ich nicht, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, aber dann hätten wir das Gleiche in Grün auf Deutsch gesagt, weil dann musst du viel Geld an der Hand nehmen und dann musst du alle Sponsoren, die wir... Sagen wir mal, Schwierigkeiten haben, musst du hier alle am Tisch hinholen und dann musst du eigentlich sagen, so wie kommen wir jetzt klar, Herr Tönjes oder Herr Hagedorn oder wer ist noch, Stolting, ja irgendwie so jetzt wird einer von euch Präsident, ja und dann ist das irgendwie so, also da muss man, dann kann man nicht mehr hergehen und sich die Haare rausreißen gegeneinander, sondern da muss man sich hinsetzen und sagen, du bist Präsident, du bist Vizepräsident und du machst das. Ich glaube, dass das die einzige Möglichkeit ist, wenn du nach dem, was du jetzt gesagt hast. Wollen wir darüber gar nicht groß spekulieren. Wir müssen wer davon träumt, ja, das ist ein Träumer. Ja, aber nichtsdestotrotz, Schalke geht als Gewinner des Spieltags hervor, die anderen haben ein paar Punkte gelassen, so ist es. Hast ein paar Punkte Vorsprung. Genau. Das ist das Allerwichtigste in unserer Situation. Damit beschließen wir den Legenden-Talk für diese Woche und sprechen dann nach dem Spiel gegen Magdeburg am Montag wieder hier, ein alter Frische. Danke und Glück auf. Glück auf. Ciao.